Ich wünsche wieder einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder hier. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Datenschutz gemäß Bundesdatenschutzgesetz bzw. Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Danach richte ich mich wieder nach dem Sachkundebuch, das wir für den Unterricht auch benutzen. Und gehen wir es einfach mal durch. Wichtig ist zu wissen, bezüglich des Datenschutzes haben wir nicht nur eine Regelung, die uns im Sicherheitsgewerbe betrifft, sondern es sind mehrere. Natürlich an erster Stelle das Bundesdatenschutzgesetz, das BDSG, als nationales Gesetz. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt für alle öffentlichen Stellen vom Bund und für alle nicht öffentlichen Stellen, die zumindest etwas mit der automatisierten oder nicht automatisierten Verarbeitung von Daten zu tun haben. Eine Ausnahme ist hier der rein private und der rein persönliche oder der rein familiäre Gebrauch bezüglich personenbezogener Daten. Das ist hier nicht erfasst. Wir leben aber nicht nur in Deutschland, sondern wir leben auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, und die öffentlichen Stellen der Länder haben ihre einzelnen Landesdatenschutzgesetze. Und wir leben nicht nur in Deutschland, wir leben nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder einem anderen Bundesland, sondern wir leben auch in Europa. Und in Europa haben wir seit 2 Jahren mittlerweile die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die DSGVO. Und auch dort haben wir maßgeblich neue Regelungen, die zum Teil aber auch schon in das neue Bundesdatenschutzgesetz übernommen wurden. Ja, alle diese Gesetze, die wir angesprochen haben, sind für uns wichtig und die müssen wir auch namentlich und zum Teil auch inhaltlich kennen. Warum? Weil, wenn ich mir überlege, das Sicherheitsgewerbe hat natürlich verschiedene Berührungspunkte mit dem Datenschutz. Wir haben einmal die Bewachungsverordnung, wo spezielle Verpflichtungen nochmal daraus hervorgehen. Unter anderem haben wir den Punkt, dass der Gewerbetreibende seine Mitarbeiter schriftlich zur Verschwiegenheit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verpflichten muss. Aber auch wir im Sicherheitsgewerbe, der normale Sicherheitsmitarbeiter, der im Empfangsdienst eingesetzt wird, auch der kommt natürlich mit Besucherdaten in Berührung. Der Ladendetektiv, wenn er Ladendiebe festnimmt, wenn er Anzeigen anfertigt oder bei Videoüberwachung oder ähnliches. Der beste Datenschutz, den ich anwenden kann, ist tatsächlich nur die Daten zu erheben, die ich benötige. Das heißt, die Vermeidung von Daten, so wenig Daten wie möglich auch erheben. Und der Zweck des Datenschutzes ist etwas, was sich zum Teil auch aus dem Grundgesetz ableitet, nämlich der Schutz des Einzelnen in seinem Persönlichkeitsrecht. Das wäre Artikel 2 des Grundgesetzes. Aber auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll geschützt werden. Darüber sprachen wir schon beim Thema öffentlichem Recht. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung leitet sich aus Artikel 1 des Grundgesetzes, Schutz der Menschenwürde, ab. Und das sagt die DSGVO bzw. das Bundesdatenschutzgesetz, das Recht des Einzelnen auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten, und im Datenschutz sind enthalten die grundsätzlichen Regelungen bei der Datenverarbeitung. Als Unternehmer für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses darf ich grundsätzlich Daten speichern, wenn es erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn ich tatsächlich einen konkreten Anhaltspunkt für eine Straftat habe und weitere Persönlichkeitsrechte, weitere Rechte des Betroffenen hierdurch nicht verletzt werden. Das heißt, auch hier muss natürlich immer geschaut werden, welches Rechtsgut ist gerade höherwertiger, welches Rechtsgut ist wichtiger. Sind Sicherheitsmitarbeiter dazu verpflichtet, Datenschutzbestimmungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz und auch Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union einzuhalten?
Ja, hatte ich schon gesagt, eben weil wir mit in verschiedenen Tätigkeiten mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Das kann natürlich sein, wenn ich eine Verschlusskontrolle mache und entdecke, in einem Büro liegt ein Aktenordner frei herum, den kann jeder einsehen, oder ein Computer ist noch eingeschaltet, jemand hat sich nicht ausgeloggt oder ähnliches. Als Sicherheitsmitarbeiter habe ich die Pflicht, personenbezogene Daten vor Verlust, vor unbefugtem Zugriff und auch vor Beschädigung zu schützen. Wozu dient die Datenschutzgrundverordnung? Hatte ich gerade schon erwähnt. Da haben wir den Schutz der Persönlichkeitsrechte im Umgang mit den personenbezogenen Daten. Dort sind die wichtigsten Regelungen, die Regelungen festgehalten, die bei der Datenverarbeitung gelten. Einmal für den Bund, aber auch für die Privatwirtschaft. Bei der Privatwirtschaft wird nochmal unterschieden: die Verarbeitung für eigene Zwecke, das, was Einzelpersonen, das, was juristische Personen, das, was Firmen, Unternehmen machen. Und wir haben noch die Verarbeitung für fremde Zwecke. Bei den fremden Zwecken, das sind zum Beispiel die Marktforschungsinstitute oder die sogenannten Auskunfteien. Auskunfteien kann man sich so vorstellen wie Google, das ist so eine Art Datenkrake, die sammeln Daten von Personen und mit diesen Daten, die die erheben, die die verarbeiten, verdienen die Geld. So etwas wie die Schufa zum Beispiel. Was sind überhaupt personenbezogene Daten? Grundsätzlich sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Ne, grundsätzlich brauche ich dazu allerdings immer den Namen. Ne? Das Umfeld der personenbezogenen Daten hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung, durch Artikel 4, nochmal ein wenig erweitert. Dort sind jetzt auch besondere Arten personenbezogener Daten nochmal explizit mit aufgeführt, sowas wie genetische Informationen, Informationen über den Gesundheitszustand oder ähnliches. Das sind aber grundsätzlich besondere Arten von personenbezogenen Daten. Was heißt Datenverarbeitung? Datenverarbeitung bedeutet eigentlich alles, was ich mit Daten machen kann. Das fängt an mit dem Erheben. Erheben bedeutet, ich nehme Daten auf, ich bekomme Daten, ich besorge mir die entsprechenden personenbezogenen Daten. Ich erfasse, ich organisiere, ich ordne, ich speichere, ich verändere, ich frage ab, ich lese aus, ich verwende, ich lösche oder ich vernichte solche Daten. Ja, das hat sich auch durch die Datenschutzgrundverordnung, haben sich die Begrifflichkeiten wesentlich erhöht. Früher waren es 4 oder 5 Begriffe, die ich dazu kennen musste. Mittlerweile ist es schon eine ganze Menge. Aber Verarbeitung ist halt all das, was irgendetwas damit zu tun hat, wenn ich mit Daten arbeite. Wann ist die Verarbeitung von Daten rechtmäßig? Grundsätzlich brauche ich, wenn ich mit personenbezogenen Daten arbeite, die Einwilligung des Betroffenen. Ja, derjenige muss mir grundsätzlich, wenn möglich schriftlich, die Erlaubnis dazu geben, dass ich mit seinen Daten etwas mache, dass ich seine Daten erhebe und verarbeite. Es kann natürlich auch sein, es gibt eine rechtliche Voraussetzung, die sagt, du darfst es, du musst dir keine Erlaubnis holen, sondern du darfst dir die Daten holen oder mit diesen Daten arbeiten. Oder es liegt ein lebenswichtiges Interesse vor. Zum Thema Gesundheitsdaten, was wir gesagt haben, lebenswichtiges Interesse wäre, Sie haben einen Unfall und der Arzt braucht Ihre Blutgruppe oder ähnliches. Ja, da wartet er nicht auf Ihre Erlaubnis, sondern er durchwühlt Ihre Unterlagen, er guckt, ob er irgendwie an Ihre Daten heran kann. Personenbezogene Daten sind grundsätzlich sorgsam zu behandeln, das ist klar, und vor Missbrauch oder willkürlichem Zugriff durch andere, durch Unbefugte zu schützen. Kommen wir zum Ende des Datenschutzes nochmal drauf zurück.
Wann dürfen überhaupt personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhoben, verarbeitet oder genutzt werden? Grundsätzlich darf ich das machen, es ist zulässig, wenn ich mit dem Betroffenen einen Vertrag oder ein vertragsähnliches Verhältnis habe. Wenn berechtigte Interessen der speichernden Stelle gewährleistet sein müssen und auch wenn Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können. Da muss ich allerdings gucken, stehen dem nicht andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen im Wege. Der Zweck der Erhebung der Daten ist mittlerweile auch für die Nutzung, für die Verarbeitung, der ist konkret festzulegen und ich muss die Betroffenen auch in verständlicher Sprache darüber aufklären. Ja. Wann und von wem muss ein Betroffener über die Speicherung seiner Daten benachrichtigt werden? Grundsätzlich, wenn personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erstmals gespeichert werden, muss die verantwortliche Stelle darüber informieren. Bei der Speicherung für eigene Zwecke geht es darum, dass eine Speicherung stattgefunden hat, die Art der Daten, welchen Zweck das hat, dass sie verarbeitet werden, dass sie genutzt werden, das muss mitgeteilt werden. Und natürlich auch, wer ist die verantwortliche Stelle. Bei der geschäftsmäßigen Speicherung zum Zwecke der Übermittlung über die erstmalige Übermittlung und über die Art der Datenübermittlung. Das Ganze, wie gesagt, in einer Sprache, die ich ohne weiteres verstehen kann, in einer einfachen Sprache. Der Betroffene kann grundsätzlich mittlerweile durch die EU soweit geregelt schriftlich Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten verlangen, nämlich welche Daten habt ihr überhaupt über mich, wo kommen diese Daten her, welchen Zweck hatte die Speicherung meiner Daten und an wen werden die Daten weitergegeben. Sie können dazu schriftlich eine Auskunft bei der zuständigen Stelle verlangen und die zuständige Stelle hat einen Monat Zeit, um Auskunft darüber zu erteilen. Bei einigen Internetplattformen, so etwas wie Facebook oder sowas, geht sowas mittlerweile auch schon auf Knopfdruck. Habe ich als Betroffener das Recht, dass meine Daten berichtigt werden oder gelöscht werden oder vielleicht auch gesperrt werden? Natürlich habe ich das Recht dazu. Berichtigung, klar, wenn meine Daten nicht richtig sind. Zum Löschen, wenn meine Daten nicht mehr benötigt werden, wenn der Zweck der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, müssen meine Daten, sofern gesetzliche Fristen nicht dagegen sprechen, gelöscht werden. Und ich kann meine Daten sperren lassen, wenn ich sage, das ist nicht richtig, was ihr gemacht habt. Wenn es aber noch keine konkrete Lösung dazu gab, dann müssen diese Daten erstmal gesperrt werden. Datenschutz, das Datenschutzrecht ist nicht so einfach, wie wir es hier in unserem Sachkundebuch halt festgehalten haben. Es ist natürlich relativ komplex. Deswegen müssen Unternehmen gegebenenfalls mit einem Datenschutzbeauftragten arbeiten. Ein Datenschutzbeauftragter, da gibt es momentan zwei rechtliche Regelungen zu. Einmal die Aussage aus der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Da wird gesagt, grundsätzlich brauche ich nur einen Datenschutzbeauftragten, wenn ich hauptsächlich damit arbeite, sensible Daten von Personen zu erfassen und damit und diese Daten zu verarbeiten, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in solchen Sachen besteht. Im Bundesdatenschutzgesetz ist es nochmal ein bisschen anders. Im Bundesdatenschutzgesetz wird gesagt, ich brauche einen Datenschutzbeauftragten, wenn ich grundsätzlich mehr als 9 Personen habe, die sich mit dem automatisierten Verarbeiten von personenbezogenen Daten beschäftigen, die sich in diesem Moment, also gleichzeitig, damit beschäftigen. Bei nicht automatisierter Datenverarbeitung sind dies mehr als 20.
Personen oder ab 20 Personen. Der Datenschutzbeauftragte muss vom Unternehmen nicht angestellt sein, das muss kein eigener Mitarbeiter sein, das kann auch jemand von einer externen Stelle sein. Genau, mindestens 20 Personen, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise als automatisiert verarbeitet werden. Welche Bedingungen, welche Voraussetzungen muss ein Datenschutzbeauftragter erfüllen? Er muss natürlich beruflich dazu geeignet sein, er braucht die berufliche Qualifikation und natürlich auch die entsprechende Fachkunde. Ja, darüber braucht man auch einen entsprechenden Nachweis. Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten liegen einmal darin, dass er das Unternehmen natürlich berät und unterrichtet über die ganzen datenschutzrechtlichen Regelungen und natürlich auch die Mitarbeiter dazu schult. Ja, der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen im Betrieb und erarbeitet Strategien für den Schutz von personenbezogenen Daten. Ja, er berät und überwacht die Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung, was passiert, wenn mal was schief geht, wie wird dann gehandelt. Der Datenschutzbeauftragte arbeitet mit den Datenschutzbehörden zusammen und der Datenschutzbeauftragte, da er bestellt ist, da er namentlich benannt ist, ist auch Ansprechpartner für die Betroffenen, aber auch für die entsprechende Datenschutzbehörde. Der Datenschutzbeauftragte darf natürlich auch nicht über seine Tätigkeit dort reden, sondern ist auch auf das Datenschutzgeheimnis zu verpflichten. Ja, auch er muss, ähnlich wie so ein Sicherheitsmitarbeiter, schriftlich bestätigen, dass er keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, keine Daten von Personen unbefugt weitergibt, auch wenn er nicht mehr für das Unternehmen tätig ist. Videoüberwachung ist ebenfalls etwas, was mit Datenschutz zu tun hat. Grundsätzlich ist eine Videoüberwachung nur zulässig zur Wahrnehmung des Hausrechts und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke, wenn es erforderlich dazu ist und wenn keine Anhaltspunkte entstehen, dass schutzwürdige Interessen eines Betroffenen überwiegen. Dass eine Videoüberwachung stattfindet, muss durch geeignete Maßnahmen sichtbar gemacht werden. In der Regel geschieht dies durch ein Hinweisschild. Auf dem Hinweisschild wird halt vermerkt, hier findet eine Videoüberwachung statt. Und es wird auch der Zweck, es wird auch der Verantwortliche, die verantwortliche Stelle wird dort auch benannt. Bei der Videoüberwachung ist darauf zu achten, dass die Daten unverzüglich zu löschen sind, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Das Ganze, den ganzen Datenschutz, muss man durchsetzen mit technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das ist etwas, was sich im Rahmen der Einführung der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union massiv erweitert hat. Und zwar gibt es jetzt die sogenannten Codes of Conduct. Es gibt die Privacy by Design, die Privacy by Default und ähnliche Neuerungen. Was aber nichts anderes bedeutet als, dass bestimmte Verhaltensregeln im Umgang mit personenbezogenen Daten festgelegt werden müssen, dass durch Technikgestaltung verschiedene Sicherheitsmechanismen in der Datenverarbeitung greifen, man hat datenschutzrechtliche Voreinstellungen, die gemacht werden müssen, zum Beispiel wenn ich über eine Homepage quasi Daten erfassen möchte, muss ich den Datenschutz freundlich gestalten für Benutzer und ich muss Datenschutzfolgeabschätzungen machen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was mache ich, wenn was passiert, welche Risiken herrschen und wie kann ich darauf reagieren, wenn Fehler in der Datenverarbeitung geschehen. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als eine Zutrittskontrolle, eine Zugangskontrolle und auch eine Zugriffskontrolle, die ich einrichten kann, wo ich halt sagen kann, wie der Mitarbeiter